Ja, jetzt ist die Frage. This place. Was ist mit diesem Place? Pause hier. Okay. Jetzt ist die Frage. Von wem haben wir das bekommen? Waffen, wir können mal mitnehmen. Wir haben jetzt genug Platz, das ist ganz gut. Jetzt ist die Frage, was machen wir als nächstes? Die Molly will mit uns reden. Die Frage ist nur, was möchte die? Sieht nach irgendeinem Überfall aus. Molly möchte mit dir sprechen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache erstmal den Fisch. Ja, ich hätte Bock, den Fisch zu machen. Und dann können wir... Naja, ich mag die Molly nicht so, also... Weiß ich nicht. Ich bin nicht so der Fan von ihr. Deswegen interessiert mich der ihre Quest jetzt eigentlich herzlich wenig, muss ich sagen. Und Bill haben wir immer noch nicht wiedergefunden, ne? Keine Ahnung, wo der ist. Weil für den haben wir immer noch was. Aber der ist irgendwie verschollen. Kein Plan, ob der mit... Wo ist denn die? Da unten sitzt die. Nee. Mit dir will ich nicht reden. Wir reden dann mit ihr. Ich will erstmal den Fisch. Hi. So, und ich weiß gar nicht, wie ich das da machen muss. Ich habe, glaube ich, bei meinem ersten Durchlauf ein einziges Mal... der haut jetzt ab, ne? Ich habe bei meinem ersten Mal durchspielen ein einziges Mal... Der haut nicht ab? Okay. Ein einziges Mal einen legendären Fisch geangelt. Ich kann mich auch nur noch ganz schwach dran erinnern. Auf jeden Fall... Ja. Weiß ich nicht so richtig, deswegen wusste ich auch nicht, wie das war mit dem Spezialködern und sowas. Jetzt haben wir sie ja. Ist ja gut. Aber ich wusste das halt nicht mehr. Deswegen. Ist wieder was Neues für mich. Auf geht's. So, und das Gute ist, dass wir direkt hier einen haben. Einen legendären. Mal gucken, ob wir den kriegen. Der wird ja sicherlich... nicht so einfach zu fangen sein, oder? Ich meine, die sind ja dann nicht ohne Grund legendär. Und wir sollen die ja auch wegschicken. Muss ich da mit dem zur Post? Ich muss da mit dem zur Post, oder? Okay, hier soll der sein, richtig? Jo. Okay. Ja, Plätze. Bleib hier stehen. Schöne Runde. Ich leg mich mal auf die Fresse. Hier unten hüpft ein Fisch. Okay. Warum guckt der nicht durchs Fernglas? Jetzt. Zack. Jetzt dürfen's Wassermokassin-Otter. Hatten wir die schon mal? Aufgespürt 1. Ne, die hat man noch nicht. Wassermokassin-Ottern sind in den Küstengebieten von Roanoke Ridge und in den Sumpfgegenden von Des Moines beheimatet. Sie sind Fleischfresser, deren Nahrung hauptsächlich aus kleinen Säugetieren, Fröschen, Molchen und Fischen besteht. Ein Bogen mit Kleinwildpfeilen gilt als die beste Waffe, um eine Schlange dieser Größe zu verwunden oder zu erlegen. Ihre Haut kann zur Herstellung von Gegenständen verwendet werden und ihr Fleisch ist zwar sehnig, aber essbar. Na dann, guten Hunger. Jo, na dann, probieren wir unser Glück und holen den legendären Fisch hier raus. Ich bin ja mal gespannt. Oh, einen ganz besonders großen sehe ich nicht, aber wir gucken mal.
Wo haben wir denn? Spezialflussköder, Spezialseeköder. Na dann. Die in Seen leben. Das machen wir jetzt. Auf geht's. Ja, mal auf. Mal gucken. Warum? Okay. Ich hoffe, die Schlange beißt mich jetzt nicht. Echt jetzt? Ist das der jetzt schon? Okay. Wenn das der jetzt schon ist, das wäre ja krass. Dann geht das ja schnell. Nee, 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 komm. Ja, aber du kannst ruhig zu mir hier kommen. Das ist ganz gut. Das ist doch kein legendärer, oder? Nee, kein Fall. Oder? Der ist riesig, aber ist der das? Ist der das echt? Wenn ja, dann... Legendärer blauer Sonnenbarsch. Ich bin weniger beeindruckt, als ich sein sollte, höchstwahrscheinlich, weil das ging viel zu einfach gerade. Krass. Okay. Der legendäre blaue Sonnenbarsch wurde von Anglern in der Nähe von Scarlet Meadows gesichtet. Man sagt, dass dieser Fisch nur mit Spezialseeködern anzulocken ist. Die Sichtungen kamen vermehrt bei verregnetem Wetter vor. Gerüchten zufolge ist dieser blaue Sonnenbarsch über 19 Zoll lang und 4 Pfund schwer. Nice. Wir haben ihn. Cool. Passt er in unsere Tasche? Ja klar, behalten wir den. I'm keeping you, I'm afraid. Oh, gut. Das ging tatsächlich einfacher, als ich dachte. Okay, cool. Wir haben ihn. Wir haben einen legendären Fisch gefangen. Ja, wie gesagt, das ging schneller, als ich dachte. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ich dachte, das wäre jetzt hier ein harter Kampf oder so, aber Pustekuchen. Jetzt ist die Frage, was macht man jetzt? Machen wir jetzt die Molly-Aufgabe? Siehst du, ich hatte auch noch ein legendäres Tier irgendwo gesehen. Wo war denn das? Hier ist noch ein legendärer. Den könnte man eigentlich auch mal holen. Wie weit ist denn das? Oh, ist gar nicht so weit. Ich hatte noch irgendwo einen legendären gesehen, den ich gar nicht da erwartet hätte. Hier. Den da. Ich sollte mir mal eine Markierung machen. Da merke ich mir das wenigstens. Ja. Und hier oben war, glaube ich, auch noch irgendwo einer. Gut, wir machen die Aufgabe von Molly, würde ich sagen. Weil die ist am nächsten. Und dann schauen wir einfach mal. Hätte nicht gedacht, dass wir den jetzt kriegen, aber gut. Das war recht simpel. Bin sehr überrascht. Aber schön, ich freue mich. Ach, wieder die Reiher hier unten. Easy now. Was seid denn ihr? Nashorn-Pelikan. Nehme ich mit. Den nehme ich mit. Da können wir eigentlich das Reh auch gleich noch mitnehmen. Dann geben wir das kleiner ab. Komm, heb das Ding mal auf hier. Pelikanfedern. Siehst du, beim Trapper, da gibt es doch bestimmt, also da gab es doch Hüte und sowas, die mit Federn gemacht werden mussten. Ich muss mir da sowieso mal alles aufschreiben. Habe ich nämlich immer noch nicht gemacht. Braunpelikan. Okay, der ist neu. Braun
Pelikane sind in den Küstengebieten von West Elizabeth, New Hanover und Lemoyne zu finden. Als Fleischfresser besteht ihre Nahrung unter anderem aus kleinen Vögeln und Säugetieren, Schildkröten, Krustentieren, Fischen sowie Amphibien. Das Varmintgewirr gilt als die idealste Waffe für die Jagd auf Pelikane. Während die Federn der Pelikane zur Herstellung von Gegenständen verwendet werden können, eignet sich ihr Fleisch zum Kochen. Na dann, guten Hunger. So, den nehmen wir auch mit. Den guten braunen Pelikan. Exotisches Vogelfleisch. Oh. Ganz was Edles. Hallo, du sollst den da dran machen. Aber spinne jetzt hier nicht rum. Geht doch. Okay. Können wir das noch mitnehmen hier oder ist das jetzt schon vergammelt? Ja, können wir noch mitnehmen. Plätze, komm mal her. Wir nehmen den Scheiß hier noch mit. Können die Leute fressen. Lag bloß ein bisschen im Wasser. Schmeckt bestimmt trotzdem noch. Den nächsten Eintopf, den lasse ich aus. So, komm. Nehmen wir mit. Geben wir den Leuten. Easy. Ach Gott, jetzt kommt mein anderes Pferd hier noch mit. Ja. Wir müssen dieses Pferd verkaufen. Das ist ja furchtbar. Was ist denn jetzt schon wieder los hier? Hey, Arthur. Can I have a quick word? Ja, ja, ich komme gleich zu dir. Blöde Kuh. Ich komm ja gleich. So, gut. Geh mal kurz ab. Oh, you know. Hoodlums. You know? You got all the charm and personality of a fresh turd, Micah. Hm. Und bist ein Rassist. That's a good line. I must remember that. Oh, können wir Micah einfach abknallen? Ich kann den nicht ab, ne? Okay. So. Ja, das kann im Grunde weg. Warum gebe ich dir das eigentlich? Totaler Quatsch. So, guck hier. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Und wir haben wieder Dings dazu gekriegt. Das freut mich. Und jetzt gucken wir mal, was die Molly will. Lass mich meinen Hut tragen, du Arschloch. Du hast selber so einen hässlichen Zylinder auf. Dass der immer auf meinen Hut abgeht. Der ist so hübsch. Ich mag meinen Hut. Außerdem habe ich dem alten Piratenkapitän abgenommen. So, gut. Miss Molly. Ich kann dich nicht ab, aber... Hey, Arthur. Can I have a quick word? Ja, leider. Was hast du noch im Herzen? Ah, call me Molly, would you? Arthur, how is Dutch? I mean, how does he seem to you? I'm about the same. Keine Ahnung, schon ewig nicht mehr gesehen, den Typen. I really love him, you know. But if he... Like he always says, loyalty is everything, so... Arthur! Excuse me, Miss O'Shea. What you want? I bring a gift. The great gift of information. So you got some tip-off, so now I can risk my neck and make you some money while you lounge around. You know, Arthur, Miss O'Shea. It works on the inside as well as on your sour face. If you say so, but you could go find some other fool to run your errands. Bill, come on over here. Hey, Bill, you be my other fool? You too, Charles. What are you talking about? Arthur's above a little stick-up I heard about. No, I'm not. You just said... Hey, I'll do it, as long as you ride with us. Well, I got a serious medical condition. Yes, you are a compulsive liar. No need to be like that. Charles, have I ever lied to you? I hardly know you. Exactly. Now, you boys should do this. It's easy, and I'll only take a small commission for my information. But it's now or never. Then it's never. Oh, God help me.
Fine. Wie lacht. Wie lacht. Schön. Well, what is it? It's a supply wagon carrying payroll, but very briefly unguarded, apparently. As it passes through a crossroads near here, where there's an old ruined church, before it connects with the rest of the wagon train, very easy pickings. As long as we get paid or you get shot, I'm happy. You are a sick man, Arthur Morgan. A very sick man indeed. This way. Bunch of smart Alex. Ich muss mir für Mission doch einen anderen Hut aufsetzen. Komm. How you get wind of this, old man? We only been down here all of 5 minutes. Well, you boys been off fishing or playing lawman or whatever the hell you've been doing. I've been getting down to business. In der Nahaufnahme sieht er nämlich nicht so hübsch aus, weil er so abgeranzt ist. You don't want in on this, Williamson. That's fine by me. Do us all a favor. Head home. Just give it a rest, you two. Just have a little faith for once, will you? I've been scoping jobs like this since you fellers were knee-high to a grasshopper. Once a decade, maybe. So what is it you've scoped here exactly? Na, eine Kutsche hat er ja gesagt, oder? There's a wagon with a lockbox passes through every week. They switch outriders just north of here, but the front wagon's by itself for a stretch before the last run down into roads. I've been watching them. Okay. Okay, hold up here. Easy. We should cover our faces. They'll be passing through the crossroads up ahead. When? Soon, Williamson. Christ's sakes. I should be due any time now. Let's keep this quiet and clean. Nobody needs to die here. Was? Ach so. You see, gentlemen? Just like clockwork. Wir töten die nicht. Ich würde die einfach abknallen und dann ist gut, ne? Stop the wagon! I said stop the damn wagon! Whoa! Now, don't try anything stupid! And we won't do anything unkind. You know, boys, I don't want to get shot, but this is a mistake. I work for Cornwall Kerosene and Tar, Mr. Leviticus Cornwall. Oh, great. So, you know... Yeah, wir kennen den. Doesn't. I hear he's rich enough to share the wealth around. Oh, sieht gut aus, ja. Oh, he'll miss it. Shit! Hey, think I see something! Oh, great. Let's go! Arthur, let's go! Yeah! Können wir die nicht einfach abknallen? Okay, okay. Wir sollen abhauen. Ich hätte die jetzt einfach abgeknallt. Ich will gar nicht L3 drücken. Ich muss ja mein Pferd Sporen geben. Kommt. Most guarded wagon in goddamn history. How will I know? Ich denke, du hast sie beobachtet, Mann. Das sieht man doch. Komm, Plätze, schön weiter. Ja, ja, wir reiten. Scheiße. Kann ich zurückschießen? Ja, ja, ich bin ja hier. Entschuldigung, ich habe zurückgeguckt. Wir haben leider keinen Rückspiegel hier am Pferd. Okay. Ach so, das ist... Ich wollte gerade sagen, hä? Da steht doch jemand auf dem Feld, aber das war eine Vogelscheuche. Plötze, hau schnell ab. Tschüss. Ich habe das falsche Gewehr. Ach, scheiße. Charles, you keep watch for now. Sure. Well, we... Get some rest.
Der Bill, der Onkel, ne? Das ist so ein Typ, ey, herrlich. Bin wieder da, war Gassi. Hab ich was verpasst? Wir haben den legendären Fisch gefangen und wir flüchten gerade. Mehr hast du nicht verpasst. Absolutely. Shut up, old man. Look, I was just trying to... Shut up. There's a light over by the house. Damn. I ain't in there. Let's just keep this calm. See what happens. Oh, schöne Mission. Is this your place? Kinda. And you didn't hear nothing? Why don't you just tell me, partner, what you heard? Go ahead. Tell me what you heard. I don't... Conix. Maybe I heard some noises out by the barn a while ago. Ain't me. Better not be. Nein, ihr kommt nicht hierher. Nein. Go check out the barn. Shit. Kann ich die irgendwie leise killen oder sowas? Dass hier nicht noch mehr Stress kommt? Ich kann aber gerade gar nichts machen. Ich kann nur schauen. Dann schauen wir. Hallo, Freunde! Wir sind gar nicht hier. Nein. Kommt nicht hier rein. Well, the place looks deserted enough. Sure. Yeah. You head inside. I'll go around the back. Oh, yeah. Ich bin gerade nervös. Nein. Ja. Warum schießt der denn? Looks like we're shooting our way out of here, fellas. Oh Gott, wie dumm ist denn der? Out of the way, Uncle. More on the right here. Where are they all coming from? Looks like Mr. Cornwall's gone and up to secure. Ich kann nicht schießen. We got more of the bastards on this side. Wo bin ich? Hilfe! Okay, komm. Get down! Watch out! Ah! Oh! Move away, Bill! He ain't done yet! Hä, das war ein Kopfschuss, Junge! Ich hab bloß seinen Hut runtergeschossen. Nice! Wo sind denn noch mehr? Oh, da. Oh, den habe ich nicht mehr. Jetzt habe ich. Wo sind denn noch welche? Hier? Hä? Ich sehe nicht mal welche. Komm, wir hauen uns mal kurz was rein. Brötchen. Ach, was hab ich denn hier alles? Hier sieht's gut aus. They were sick as from finding us anyway. Let me get in there. They're coming in from the front. Ain't you glad now I insisted you come along? Oh, this is it. Lasst ihr mich mal durch? Wo seid denn ihr jetzt hier? Habt ihr noch welche? Angeblich ist hier noch wer. Ah, da hinten. Oh! Autsch! Ich hab die... Na komm schon. Ich habe die Pistole noch nicht aufgebessert. What the fuck? Was war das denn? Wir sollten hier weg. Bill, mach hin. Ja.
Komm raus hier. Oh je. Ich erstmal einen Schnitzel nebenbei. Das hilft. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Nur Stress. Oh, Vorsicht, nicht stolpern. Was? Mit Bill? Nee, mit Uncle? Na klar, muss ich mit Uncle gehen. Hey, der hat ja auch eine Glatze. Ja, ist okay. Ich komm mit. Huh. Leute. Wir müssen die Waffen verbessern. Die neue. Wen soll ich jetzt nehmen? Ich hab's vergessen. Bill, du solltest den, na? Ich will mein Messer wieder haben. Danke. So, okay. Hilft Charles und Bill. Ach Gott, nicht können die hier alleine. Meine andere Waffe. Die Pistole ist nicht so gut. Was das? We all still alive. Yeah, just about. I'll deal with you later. We got some money, didn't we? Sure, but now we got Cornwall on our backs. It was an honest mistake. Hey, leave it. Go on, get out of here. Every man split up. Go on, run quick. Good luck, gents. Stay quiet and move. Darf ich noch looten? 900. Nicht schlecht. Ja. Lief ja richtig scheiße. Dafür, dass die Bande eher ruhig sein soll. Naja, was soll man dazu sagen? Sind im Wald jetzt noch welche? Nee, ne? Die sind jetzt despawned, oder? Oh, doch, warte mal, da liegen noch welche. Lalala. Haha. Ich hoffe, hier kommt keiner. Ah, hier kommen bestimmt noch welche, ne? Ich sollte mich auch verziehen. Ich bin tot. Ja, dachte ich es mir. Okay. Ich sehe gerade nichts. Es ist sehr dunkel. Okay, wo kommen Plötze? Plötze, Plötze. Komm, wir müssen hier weg. Dringend. Sonst holen die Blösen mich noch ein. Warte mal. Wir haben hier ein Tier. Da greift mich das an? What? Die Bisamratte. Hat die mich einfach angegriffen? Wie krass ist die denn drauf? Und jetzt kriege ich die nicht mal mehr. Okay, das war frech. Wir müssen hier weg. Achso. Was? Shit. Let's go, boy. Wo kommen die denn her? Plötze, wir müssen hier weg. Hallo, Schwein. Okay, bloß weg hier. Ich habe mein Tuch nicht mal mehr auf. Wo kamen die denn plötzlich her? Die waren überhaupt nicht auf der Karte.
Okay, sollte sich erledigt haben. Heilige Scheiße. Der Wilde Westen halt, du sagst es, ja? Der Wilde Westen. Mann, oh Mann. Hat tatsächlich besser geklappt mit den Wurfmessern, als ich dachte. Hab die bisher noch nicht so benutzt. Jo, gut. So viel dazu. Wo sind wir denn jetzt? Hier. Was macht man da jetzt als nächstes? Wäre eigentlich bloß Dutch in der Nähe, ne? Ich weiß nicht, wie spät haben wir es denn? Ach, 0.12 Uhr. Ich werde halt auch nicht mehr so lange machen. Ich glaube, ich reite rüber und hole mir noch den legendären Fisch hier. Da hätte ich jetzt noch Bock drauf. Ja. Da reiten wir da hin. Wenn wir unterwegs was sehen, dann nehmen wir es mit, wie sonst auch. Ansonsten, ja, holen wir uns noch den legendären Fisch. Wie dieses Kaninchen. Haha, stirb! Oh, sogar 3 Sterne. Guck mal an. Nice. Ja. Hä? Wie schickt denn der mich? Ach so. Okay. Warte mal, ist das ein... Was steht denn da vorne? Wildschwein. Yep. Und verfolgen. Sehr, sehr gut. Denn... Da dürften es jetzt bloß noch 2 Tiere sein, die wir brauchen. Dürften nur noch 2 sein. Oh, noch mehr Wildschweine. Ja. Das ist dann auf jeden Fall kein perfektes. Schade. Na gut. Kann ja mal gucken, wie viel brauche ich denn jetzt noch? 1 oder 2? Für die Herausforderung, Meisterjäger. 1 noch. 1 Tierchen brauchen wir noch. Sehr, sehr gut. Müssen wir gucken, wenn wir jetzt darüber reiten, da werden wir vielleicht, naja, einen Gabelbock vielleicht noch sehen können. Könnte sein. Waschbären sind da drüben. Die sieht man recht oft. Also, ich würde sagen, wir finden schon was. Wo? Ach, da. Und da haben wir dann die nächste Aufgabe erledigt. Finde ich dann ganz gut. Und zu einer Post müssen wir. Warte mal, war das gerade trotzdem perfekt? Oh, ein perfektes Wildschwein wäre mal gut. Da braucht man nämlich noch einige. Und perfekt, Tatsache. Okay, also dass das jetzt noch, wir haben dem Rücken geschossen, dass das perfekt ist, interessant. Freue ich mich. So, einmal drauf und los geht's. Das speichere ich aber dann gleich mal, weil das hätte ich schon gern. Und das würde ich gerne behalten und nicht wieder verlieren durch irgendwelche Zufälle. Oh, wir sind von 40 auf 42,2%. Interessant. Warum reiten wir eigentlich so einen dummen Weg da oben lang? Das ist voll sinnlos. Können wir nicht einfach hier lang? Hey, ich sehe. Was ist das hier? Oh, warte mal. Wir können wir hier in den Brunnen rein? Oh. Samara?
Bist du da unten? Oh Gott. The Ring. Ach du Scheiße, wir werden aufgefressen. Hallo? Eine Münze. Okay. Ich bin mitten in einem Brunnen. Das ist ja eine ganz tolle Idee. Arthur? Hol die Lampe raus. Samara? Bist du hier? Hä? Warum kann ich denn hier rein? Oh. Oh. Hier war wohl jemand drin. Eine Zeit lang. Aber hier ist sonst nichts, ne? Hm. Okay. Interessant. Interessant. Zum Glück hat uns keiner aufgefressen. Gibt's hier was? Oh, man kann ins Haus rein. Irgendwie kann man ins Haus rein. Da hat was geleuchtet. Da liegt eine Karte. Oh, sehr schön, sehr schön. Sehr, sehr gut. Zigarettenbild. Oh, eine Persönlichkeit, wa? Jim Cosp? Cosp? Nee, Jim Cobb. Sieht aus wie Robin Hood. Cool. Und einen Gin gibt's auch noch hinterher. Nice. So, komme ich hier rein? Was lesen? Arthur, ruhig bleiben. Auf Anordnung des Richters Meredith Holden und der Gerichtsbarkeit des Staates Lemoyne wird dieser Grundbesitz einschließlich aller darauf befindlichen Güter zwangsenteignet und der Bank von Rhodes übereignet. M. Holden, Richter Holden, Henrietta Blackley, Gerichtsschreiberin, 18. November 1895. Okay. Aber da drin ist was. Ich kann da rein. Wie komme ich da rein? Ach, das ist das Haus. Ha. Komisch. Gerade war hier noch jemand und hat uns verraten. Komme ich da hinten rein? Komm ich hier rein? Lesen. Auf Anordnung. Ich komme da nicht rein. Warum nicht? Ha. Gibt's da eine Mission zu oder sowas? Dass man da reinkommt? Weil ich meine, wird es bestimmt geben. Denn in das Haus von dem Emmett Granger sind wir ja auch erst nicht reingekommen. Und dann, wo wir die Mission mit ihm gemacht hatten, wo die dann vorbei war, dann sind wir plötzlich reingekommen. Munition. Tja. Okay, kommen wir jetzt noch nicht rein. Ist gut. Aber im Brunnen waren wir. Und wir leben noch. Schöne Sache. Sollte ich mir das markieren? Nee, ne? Ist jetzt nicht so notwendig. Gut, na dann. Hier. Weiter geht's. Und hier die gruselige. Die wollte ich mir noch angucken. Wow, da habe ich erst gedacht, da steht ein echter Mensch. Das war schon ein bisschen gruselig. Schade, kann ich nicht untersuchen oder so. Oh, you think you can run off on me? Was ist hier los? Pferdchen, bleib mal locker. Ja. Was ist denn hier los? So, können wir die auf den Boden schmeißen? Geht doch. Come on, cut
Ja, warte mal. Die letzte habe ich erschossen, die ich frei machen sollte. Deswegen sei froh. Diesmal habe ich es hingekriegt. Lady? Thanks, Mister. Don't know how many times I tried to leave that crazy bastard, but he always came after me. I'm glad he's dead. Ich verstehe. Sure. Serves me right taking the first man shines up on me. Naja, mach's gut. Hast du wohl zu sehr geklammert, hä, mein Freund? Ah ja. God damn hillbillies. Schön. Okay. Wisst ihr, merkt euch, Freunde, eine gesunde Beziehung funktioniert anders. So nicht. Okay, komm. Auf geht's. Oh, unser Dead Eye ist total im Arsch. Wenn ich jetzt hier weiter reite, komme ich da rüber? Ja. Easy peasy. Oh, da kommen wir an dem Fluss vorbei. Das ist eigentlich ganz gut, denke ich. Da könnte man vielleicht noch einen Fuchs oder sowas sehen, um die Mission abzuschließen. Und ich esse mal einen Happen, damit ich wenigstens ein bisschen Dead Eye habe. Wir haben ja genug. Okay, there. Ein Moment bitte. Ich muss etwas töten. Oder auch nicht. Was war denn das? Okay, das war sehr schlecht, der erste Schuss. So, haben wir hier irgendwas? Ich höre Eichhörnchen, glaube ich. Aber ich sehe nichts. Schade. Wir brauchen halt noch ein Tier, was wir verfolgen können. Und irgendwas müssen wir da finden. Den Weißwedelhirsch, den habe ich halt schon. Warte mal. Achso, Schafe. Die kann man nicht verfolgen. Leider. So ein Silberfuchs oder sowas. Sowas wäre halt noch gut. Die sieht man von Weitem und Hase haben wir auch schon. Krieg ich den anderen auch noch? Sehr gut. Oh, sogar auch ein perfekter. Ja, und ein Tierchen brauchen wir noch. Irgendwas müssen wir uns noch schnappen. Auch perfekt. Oh Mensch, es läuft. Es läuft. So, ich mir gleich noch ein Getränk aufmachen. Prost, Freunde. Ja, perfekt. So einen wollte ich doch. Ach, ist ein Rotfuchs. Den haben wir, glaube ich, schon, ne? Nein, nichts essen. Ich wollte auf Waffen. Oh. Richtig schön Kopf gesprengt. Ja gut, der ist jetzt nichts mehr wert. Aber egal. Ja, ein Tier. Kein Rotfuchs, Silberfuchs bräuchten wir. Na los, komm. Wir reiten mal hoch. Oh, Plätze. Komm. Oder ein Waschbär oder irgend sowas wäre gut. Gab's doch hier zu Tausenden. Irgend Vieh wird's doch geben. Nichts. Weißt du, wenn man was braucht, dann ist wieder Ebbe. Irgend so ein Gabelbock oder sowas. Oh, was ist das denn? Warum steht die hier?
Schrottplätze, ey. Mitten durch die Scheiß. Ach was. Tatsächlich eine Schatulle drin. Nice. Gucken wir uns an. So, Vorsicht, nicht so schnell. Arthur, Arthur, Arthur. Arthur. Oh. Lecker rum. Und ein paar Bone. Bone mit Summengrün habe ich auch dabei. Wie Werner sagen würde. Das sind Kojoten, ne? Ich brauche keine Kojoten. Was ist das? Moment. Wir müssen ein Stück näher ran. Das könnte was sein. So. Pferde. Pferde brauche ich nicht. Warte mal, die kann ich doch verfolgen? Alter, nimm dein Scheiß Dings raus und verfolg die jetzt. Das dürfte es gewesen sein, oder? Du hast neue verstärkte Ausrüstung beim Trapper. Ja, wir haben's. Wir haben's. Wir können Pferde einfach dingstelbumsteln. Der Kentucky Settler. Kentucky Settler werden als Reitpferde klassifiziert. Man erkennt sie an ihrem muskulösen mittelgroßen Körperbau und dem geschmeidigen Gang. Schimmel, Rappen, Buttermilk. Das ist eine Farbe. Buttermilk, Buskin, Buckskins. Fuchs, Pintos und windfarbene Braune sind wild. Allerdings können Schimmel auch in einem Stall gekauft werden. Ihre Gutmütigkeit und die gute Handhabung machen diese Pferde zu idealen Reittieren für kurze Strecken. Die Rasse gilt als gesund, doch ihr Nachteil sind mäßige Geschwindigkeit und Beschleunigung. Ja, die sind übelst schlecht. Also von den Werten sind die super ätzend schlecht. Time to go, boy. Naja, gut. Das Gute ist jetzt aber, wir haben eine neue Herausforderung gemeistert. Ja. Und wir haben jetzt eine neue. Die wäre, rufe 5 Tiere und erlege sie dann mit einem sauberen Abschuss. Okay, ja gut, das ist easy, glaube ich. Hoffe ich. Mach mal mit Rehen einfach. Ja. Okay. So, ich reite jetzt mal. Damit wir hier noch heute ankommen. Weil sonst kommen wir nie zu unserem legendären Fisch. Den müssen wir ja dann höchstwahrscheinlich noch abgeben, glaube ich. Weil es werden ja nicht alle in die Tasche passen. Hi. Ich lass euch leben. Ausnahmsweise. Easy now. Ich nicht. Richtig schön in die Fresse geballert. Okay. Perfekt. Das braucht man nämlich noch. Won't take long, boy. Gabelbock. Von dem müssen wir, glaube ich, noch so einige holen. Perfekt, du Bande. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube es. Okay. Yeah. Und wenn er vor uns sitzt, nehmen wir den mit. So. Das sind Pferde. Die können weiterleben. Was? Easy.
Ach hier, der Kollege. Gute Nacht. Hold still now, I need to focus. Ach, das, der arme Kerl, ey. Na komm, Pferdchen, latsch zu. Oh, it's deep, this one. Sorry. I feel terrible. Lord, have mercy! Oh, hey, hey, come back! Oh, no! Oh, er wurde nicht getötet diesmal. Alles gut, Kumpel? Oh, please. I feel we lost without that horse. Ah ja, sehr gut. Na gut. Weil ich so ein netter Typ bin. Komm, bleib mal locker. Bleib locker, Pferdchen. Du bist doch auch bloß eine Plötze. Na, fein. Hat er sich beruhigt? Hat er noch nicht, scheinbar. Oh, am liebsten würde ich dich jetzt gerade erschießen, ey. Komm, chill mal eine Runde. Chill mal eine Runde. It's okay. Whoa, whoa. Easy. Hey, easy now. Whoa there. Easy. Whoa. Geh ich zu schnell an das Pferd ran oder warum beruhigt sich das nicht? Dann halt so. Scheiße. Okay, da ziehe ich das Viech halt hinterher. Ist mir auch Wurst. Plötze, komm mal her. Wir machen das jetzt anders. Komm, wir holen das zurück und dann ziehen wir das hinterher. Ist mir Wurst. Ich lasse mich doch hier nicht verhumsen. Ja, wir müssen schon treffen. Geht doch. So, jetzt komm, Pferd. Na los. Wir haben noch was zu tun da vorne. Dein armer Mensch, der macht sich nur Sorgen. Mei, was für ein sturer Klepper, ey. Na komm, Plötze 2. Los. Ganz locker bleiben. Guck mal, da wartet er da vorne. So. You're kind man. Oh, this is really nice of you. Thank you, thank you, thank you. Jetzt müsste das Pferd voll zulatschen. I won't forget this. Sure, mister. Okay, er wird's nicht vergessen? Na hoffentlich. Schönen Tag noch. Jetzt schießt man ab. Ah ne, da kriegen wir vielleicht keine Belohnung. Whoa. Hä? Wo ist es hin? Ist das da ein Karnickelbau oder was? Hm. Es ist weg. Ja. Ii. Was hat sich gerade angehört wie Pommes? Oh mein Gott. Pommes ist der Hund meiner Freundin. Nicht wundern. Das ist ein kleiner Chihuahua. Und wenn man den zu doll anfasst, dann quiekt der. Und oh Gott, das ist so süß. Let's go, boy. Yep.
Easy, easy. Dieser Hund ist viel zu süß für diese Welt. So, jetzt sind wir... Hier ist Horseshoe Overlook, oder? Kann das sein? Da oben? Ja, hier sind Horseshoe Overlook. Wir sind bei der alten... Bei der alten Base sozusagen. Aber wir müssen am Fluss unten. Oh! Gabelböcke! Keine Ahnung, ob du gut bist oder nicht, aber ich nehme dich mit. Nein, ist er nicht. Schade. Naja, hätte ja sein können. Give me a minute, boy. Hätte ja sein können. So, drauf hier noch. Und weiter geht's. Muss schon wieder was fressen. Voll ins Rückenmark. Perfekt. Ein Perfekter. Schön. Ausgezeichnet. Super. Freue ich mich. So, und da holen wir uns jetzt noch den legendären Fisch. Wir müssen ein Stück weiter runter. Okay. So, hier soll der irgendwo sein. Easy. Na gut. Dann gucken wir mal, wenn der hier sein soll. Bin ich ja mal gespannt. So, Ava, pack die Angel aus. Wir holen uns den Fisch. Lustköder. Hm. Ja, ich weiß. Hier lebt ja einer. Auf geht's. Mal gucken, ob was anbeißt. Man sieht nichts. Da haben wir ihn. Okay, das geht schneller als ich dachte. Ich habe das irgendwie schwerer in Erinnerung. Aber scheinbar ist das ziemlich easy. Ich meine, ich bin nicht böse darüber, ne? Ist er das? You're magnificent. Scheinbar ist er das. Legendärer Kettenhecht. Da haben wir ihn. Die gewaltigsten Hechte können bis zu 75 cm messen. Viele größere Exemplare leben in Dakota. Sie bevorzugen Spezialflussköder. Nice. Yeah, you can stay. Können wir sogar einpacken einfach. Coole Sache. Damit wäre diese Aufgabe auch erledigt. Und Plötze sieht furchtbar aus. Ava, mach mal Plötze sauber. Das sieht ja schlimm aus. Gottes Willen, wie dreckig. Naja, komm, wir machen dich mal sauber. Oh, viel besser. Viel, viel besser. Deine Hufe könnte man auch mal sauber machen. Komm, hier ist mal ein Stück. Fein. Super.
Haben wir nichts Vernünftiges mehr? Nur noch die Klettenwurzel? Na komm, schmeiß der rein. Das, was wir haben, kannst du haben. Ach, Sandthymian. Was füttert der denn? Gib dem Pferd doch mal was Vernünftiges zu fressen. Riesenschirmpilz. Haben wir nichts mehr? Wilde Möhre, hier. Genau, gib dir mal eine Möhre. Viel besser. Ja. Haben wir den. Ich weiß gar nicht. Gehen wir mal zur Post und geben die ab, oder? Weil dann könnten wir da dann Feierabend machen im Grunde. Ich würde noch hochreiten, dann geben wir die zwei Fische ab. Und dann machen wir bei der Post Feierabend. Für heute. Finde ich ganz okay. Ja. Dann nehmen wir den noch mit. Weil wenn wir eh in... Wer singt denn hier? Afa, hast du gerade gesungen? Hey, boy. Ja. Okay. Also ich weiß ja, dass Afa manchmal singt. Wenn... Wenn er Musik im... Wenn er Musik im Lager gehört hat. Oder Lieder im Lager gehört hat. Dann singt er die manchmal. Was ziemlich cool ist. Der war gut. Ich wünschte, so eine Möglichkeit gäbe es bei Way of the Hunter auch. Just hold on there, boy. Aber da kann er gerade mal 3 Sekunden Luft anhalten und das war's. Und danach ist alles scheiße. Aber letztens haben wir einen sehr, sehr schönen 4-Sterne-Elch gefangen. Geschossen. Der war sehr schick. Da habe ich mich gefreut. Die Folge ist, glaube ich, sogar auf YouTube schon draußen. Also, wenn ihr Lust habt, guckt euch an. War ein guter Schuss. Haufen Karnickel hier. Wirklich ein Haufen Karnickel hier. Meine Fresse. So, dann auf zum Fleischerfix. Verkaufen wir das Zeug hier. Und dann, ja, schickt mal die Fische weg. Gucken, was wir da als Belohnung kriegen. Bei der Dino-Frau haben wir, glaube ich, Quarz bekommen. Wenn ich mich nicht täusche. Mal gucken. Bin gespannt. Siehst du, weil ich die Schweine gerade höre, wir müssen auch noch zu der einen Farm. Da gab es ja auch Rinder. Da müsste man ja auch mal eins irgendwie mal erlegen. Und am besten ohne erwischt zu werden. Das wäre am besten. Hallöchen, mein Freund. Was? Hat er gerade gesagt, ich sehe wie ein Trottel aus? Ganz schön frech. Und ich habe nicht mal meine Mütze auf. Was wollte ich denn jetzt verkaufen? Den kann er haben. Weil der vergammelt mir sonst. Ansonsten... Die ganzen... unguten Felle kann er haben. Die perfekten gebe ich alle beim Trapper ab. Weil ich weiß nicht mehr genau, was ich da alles brauche. Ja, ist doch nicht schlimm, oder? Lass sie doch jagen. Ja gut, Rest lasse ich mal. Das Gute ist, wir können jetzt viel tragen. Und ich gehe mal was gucken. Gibt's eine neue Zeitung inzwischen?
Nee, gibt's nicht. Schade. Schade, schade. Weil Zeitung wäre auch mal wieder interessant. Was für ein Onkel hier? Was will denn der hier? You could have stepped in. I thought you had it covered. Just wait till you're old. I'll be at camp if you need me. Okay, schade. Jetzt hat. Ach man, jetzt war ich nicht schnell genug. Jetzt haben wir was verpasst. Mist. Ich hätte jetzt null mit dem hier gerechnet. Dass der hier rumspringt. Okay, interessant. Ich dachte, die bleiben dann immer in den Bereichen, wo sie waren. Aber ja, scheinbar ja nicht. Okay, Vorsicht. Ich will hier keinen umreiten, sonst gibt es wieder Ärger. So, plötzlich. Du bist ja schon wieder dreckig. Warum wird denn mein Pferd so schnell dreckig? Ist ja Wahnsinn. Ist das, weil ich jage und den das Zeug da hinten drauf mache? Super krass. Okay. Ah, jetzt auch das Blut weg hinten. Ich glaube, das ist wegen dem Jagen. Gut. So, Mister. Wer spielt denn? Hello, sir. Welcome, friend. Post verschicken. Wer spielt denn hier auf einer Maultrommel? Legendärer Hecht. Okay. Und legendärer Sonnenbarsch. Geil. 2 von 13 gefangen. Oh. Die anderen kriegen wir auch noch. Das ist ja easy. Das ist einfacher als die Tiere. Farewell. Ja, macht dir einen schönen Tag noch, ne? Hi. Hi. So, Freunde. Aber ich würde sagen, für heute hat sich Arthur einen Feierabend verdient. Und an YouTube sage ich danke fürs Zuschauen und über Like und Kommentar würde ich mich natürlich freuen. Über ein Abo noch mehr. Und ja, lasst es euch gut gehen. Habt noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao.